Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Die Karnevalssession ist in vollem Gange und ein wichtiger Termin im Kalender der zahlreichen närrischen Regenten ist alljährlich der Prinzenempfang im Grobmedienzentrum bei der Heimatzeitung Blick aktuell. Zahlreiche Mitarbeiter des Unternehmens hatten den Tonitäten aus dem Verbreitungsgebiet einen würdigen Empfang bereitet. Die Geschäftsführung, vertreten durch Hermann und Peter Krupp, war sichtlich stolz, so viele Prinzen, Prinzessinnen, Prinzenpaare und Dreigestirne bei dem traditionellen karnevalistischen Stelldichein begrüßen zu dürfen. Den Anfang machte das Prinzenpaar aus Bad Preisig, gefolgt vom Dreigestirn und dem Kinderprinzenpaar aus Kripp. Allesamt wurden diese von Sitzungspräsident Hans-Peter Flotha willkommen geheißen. Auch musikalisch gab es einige Höhepunkte, so beispielsweise beim Besuch von Prinz Manuel I. und Kinderprinz Bastian I. aus Heimersheim. Bei närrischem Spiel wurde geschunkelt und gesungen. Auch eine kleine Tanzvorführung gehörte zu dem närrischen Programm der Truppe von der KG Närrischer Landskrona. Ein wichtiger Bestandteil, die Verleihung der Orden, die ständig ihre Besitzer wechselten. Ein Heimspiel ist in jedem Jahr der Besuch der närrischen Regenten aus Sinzig. Sintiaca Andrea II. Und das Kinderprinzenpaar Ben I. und Emily I. zogen mit jeder Menge Jeckengefolge in die Nahalle des Medienzentrums ein. Ebenfalls mit tänzerischen Einlagen glänzte die Truppe um Prinzessin Katrin I. aus Bad Neuenahr. Heute hier sein dürfen und ich regiere in Neuenahr die Jecken unter dem Motto: Mit dem Herz am rechten Fleck führe ich die Neuenahrer Jeck, weil der Karneval ist für uns alle Jecken, glaube ich, eine Herzensangelegenheit und für mich persönlich zählt es überhaupt nicht, ob er Love oder Helau geschwatzt wird und auch im Karneval gibt es für mich persönlich überhaupt keine falsche Farbe. Lasst uns alle zusammen feiern, die Zeit genießen, es ist immer wieder schön, den Karneval zu erleben. Großer Auftritt auch für das Dreigestirn aus Rheinbach, das sich freute, im Reich der Medienmacher feiern zu dürfen. Neben dem Prinzenpaar aus Neuwied und der Prinzessin aus Erpel durfte auch das Tulitätenpaar aus Koblenz nicht fehlen. Prinz Christian I. mit seiner Confluentia Cati, die Herrscher über die Narren am Deutschen Eck, sorgten zum Schluss noch einmal für mächtig Stimmung. Alle Gäste des Prinzenempfangs durften sich über einen Gutschein aus den Händen der Geschäftsführung freuen und konnten bei leckerem Essen und dem ein oder anderen frisch gezapften Bier eine angenehme Zeit verbringen.